So, und wir kommen dann zum nächsten Award, Open Source Hero. Also, ich habe es vorhin angetönt, die Open Source Heroes sind Leute, die jahrelang, jahrzehntelang im stillen Kämmerchen von IRC-Channels, vor vielleicht heute die hipste Fraktion mehr Slack-Channels oder so, vor irgendwelchen Chat-Applikationen sitzt mit Leuten, die sie im besten Fall schon mal per Skype oder live gesehen haben. In vielen Fällen wahrscheinlich nicht mal das, die viel, viel Zeit investieren, viel, viel Freizeit investieren, weil sie einfach daran glauben, dass sich der Aufwand lohnt, weil es Spaß macht, weil man so nichts Dümmeres tut quasi. Okay. Und? The winner is... OpenStreetMap. Die haben wir heute schon mal gesehen. Congratulations. So, wem kann ich sagen? Es ist ja nicht so, dass ich wenig rede, aber jetzt müsst ihr es halt nochmals aushalten. Danke vielmal. Bisschen überraschend, dass wir jetzt in der Kategorie gewonnen haben. Ich muss übrigens festhalten, obwohl ich der Älteste der drei bin, ich bin der Benjamin bezüglich OpenStreetMap. Also ich habe erst 2010 wirklich angefangen. Und meine Credentials sind gut. Ich habe letztens festgestellt, dass mein erster Open-Source-Beitrag dokumentierter vor 29 Jahren war. Ja, was soll man sonst noch sagen? Vielen Dank. Wir machen es nicht wegen den Awards, sondern wegen der Sache. Und vielen Dank. Sehr gerne. Danke euch. Vielleicht auch noch ein paar Worte von der Jury. Ich kann nicht immer alles vorher sagen, sonst wird es zu klar. Die Jury hat eigentlich wirklich gewürdigt, das OpenStreetMap, ihr habt es selber heute Morgen erwähnt. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal von OpenStreetMap gehört habe, das war in Deutschland, ging ich nach Hause, habe Biel gesucht und da war so weiße Wüste. Ich glaube, es gab irgendwie die Hauptstraße, die war erfasst und damit hatte es sich. Und ich habe damals gesagt, das wird definitiv nie was. Also ich hätte darauf gewettet, das funktioniert nie und nimmer. Wikipedia gab's. Wikipedia war super, aber die ganze Welt quasi kartografisch zu erfassen, Nonsens, funktioniert nicht. Ich wurde eines Besseren belehrt. Ich bin sehr, sehr froh, hat OpenStreetMap das gearbeitet. Und die Jury kennt einige von euch persönlich und die Jury hat wirklich klar gesagt, da haben ein paar Einzelpersonen extrem viel Zeit investiert, um in der Schweiz eben wirklich Dinge einzufügen, sei dies Bushaltestellen, die sie in mühsamer Kampfarbeit den öffentlichen Transportunternehmen abgeschlachtet haben oder Fehler korrigiert, wenn die Bushaltestelle 1,5 Kilometer weiter weg im Wald war und das mal festgestellt hat und korrigiert hat. Bankomaten eingefügt hat, mit Privatunternehmen gesprochen hat, Daten reingezogen hat. Es ist eine Sisyphus-Arbeit, so ein Projekt zu unterhalten. Ihr habt nicht die Gelder, die Google, Apple, wer auch immer hat. Ihr habt nicht die Überwachung, die ein Waze habt. Das ist wirklich zu einem großen Teil immer noch Handarbeit und das sollte, und deshalb auch etwas eben der Hero Award, weil es sind sehr oft Einzelpersonen, die hier extrem viel Zeit investieren, damit sowas möglich wird. Ich möchte mich nochmals bedanken und nochmals klarstellen. Also wir nehmen das entgegen für unsere ganze Schweizer Community, auch außerhalb der Schweiz. Wir drei Pappnasen alleine würden das nie schaffen. Sehr schön.